willkommen zum nächsten Vespa-Vlog. Ich bin schon gut 35 Kilometer gefahren. Die liebe Vespa steht hier. Ich sehe gerade, ist ein bisschen schief, ein bisschen verrückt. Ne? Ja, es ist eigentlich alles wunderbar, außer sie macht wieder Mucken. Also Leistungsverlust ist ab und zu da. Ich habe diesmal Werkzeug mit. Also im Fall der Fälle kann ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Oder was sagst du dazu, Huhn? Ja, Huhn sagt, okay. So, ich bin jetzt hier, nutze das nach 35 Kilometern als Pinkelpause. Ich denke, die haben nichts dagegen. Das hier ist eine Erdbeerernte, keine Ahnung. Hier werden Erdbeerernter wahrscheinlich abgeliefert und die ernten dann. Dann können wir mal reingehen. Die sind wirklich, hier riecht es richtig schön nach saftigen. Wow, lecker. Unglaublich, unglaublich. Richtig, richtig saftig und lecker. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ich muss mal eben gucken, wo wir genau gelandet sind. Wir sind jetzt gerade in Bornheim. Ja, ich werde jetzt nur noch ein Energy zu mir nehmen, Toilette gehen, dann geht's weiter. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, ihr seht schon, ich laufe im Kreis. Ich muss auf Klo. Immer mehr Zicken macht sie. Na, hallo Pferdchen. Richtig schöne Gegend hier. Ich habe eigentlich viel zu viel Bock, als aufzugeben. Deswegen, es muss einfach weitergehen. Es muss einfach. Du musst einfach durchhalten. Dieses Mal noch. Ich besorge dir einen neuen Motor. Versprochen. Ja, wir sind jetzt in der Bad Münstereifel. Geil, da war so ein richtig krasser Jeep mit einem Wohnmobil hinten dran. Der sah richtig cool aus. Ihr hört es an meiner Nase, hier ist überall frisch gemähtes Gras. Tut mir richtig gut. Naja, ich habe Nasenspray, alles mit. Ich mache wieder eine Energy-Pause. Normalerweise würde ich die Drohne fliegen lassen, aber der Roller macht ja Probleme. Ich muss sagen, ich bin einfach froh, wenn ich ankomme. So, wir sind, wenn ich das richtig sehe, ja. Wir sind 76 Kilometer gefahren. Ja, ist also noch einiges vor uns. Ich habe mittlerweile einen Trick raus, und zwar nur noch Halbgas geben beim Roller. Das scheint zu helfen. Mit Halbgas komme ich trotzdem auf Geschwindigkeit. Aber er will nicht mehr ausgehen. Es wird zwar immer schlimmer, aber ich will nicht drüber nachdenken. Es wird einfach schief gehen. Es wird schief gehen. Es wird klappen. Ich bin fest überzeugt. Weiter geht's. Ja, wir sind jetzt in Geroldstein. Und da, wo ich hin will, das ist wirklich nicht mehr weit. Das sind ungefähr noch 60 Kilometer. Ich habe unfassbar großen Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt oder so. Ich bin einfach so los. Deswegen, das ist jetzt mein
mein Frühstück, die Müller, Frucht, Butter, Milch, Himbeer, Kirsch hatten sie nicht. Sonst immer Kirsch. Eigentlich alles, was rot ist, geht. Also Waldfrucht, Himbeer, Kirsch und so, ne? Das geht alles. Aber diese ganzen extra Sachen, Mango, Zitrone, ne, schmecken alle nicht. Ist nicht mehr kalt, ist aber trotzdem okay. Man kann nicht so wegächsen wie das hier. Halber Liter, kein Problem. Es ist direkt weggesoffen. Kann man richtig wegsaufen. So, ich guck mal. Das schlaucht. Das schlaucht das Fahren. Ich guck mal, dass ich die letzten 60 Kilometer jetzt noch schaffe. Da bin ich ja wieder relativ früh da. Dann kann ich mich um alles kümmern. Zelt aufbauen, Locations raussuchen, den ganzen Tag für morgen planen. Ich habe Bremsenreiniger gekauft, falls ich den Vergaser ausbauen muss und wieder reinigen muss, damit der Roller wieder ordentlich läuft. Das wird ein Tag, ey. Okay, kleines Update. Alle Campingplätze haben zu für Zelte. Darüber hätte ich mich auch früher informieren können. Jetzt muss ich irgendwo in einem Lost Place übernachten. Und ich glaube, hier ist ganz gut. Also das ist ein Truppenübungsgelände. Da gibt es bestimmt auch das eine oder andere, wo man nächtigen kann. Ich muss nur drauf kommen. Und zwar mit dem Roller. Tja. Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich hier ein bisschen was zur Seite gezogen bekomme. Und dann geht's auf den Platz. Oh Mann, so ein Abenteuer und so weit weg von zu Hause. Ich glaube, ich bin mittlerweile 250 Kilometer gefahren. Geil. Jetzt ungefähr 10 Stunden schon mit dem Roller unterwegs, glaube ich. Bin jetzt hier in so einem Dorfladen. Richtig urig. Mein Helm vergessen. Hab hier Wasser aufgefüllt. Äpfel und das hier geholt. Noch was zu trinken für die Nacht. Und Wasser zum Kochen. Ich werde jetzt tatsächlich mir im Wald irgendwo einen Platz suchen, wo ich übernachten kann. Und wer denkt, dass ich morgen nach Hause fahre, der irrt sich gewaltig. Wenn ich einigermaßen gut schlafe, geht's morgen weiter. Ja. Hi! Das hier ist mein Lagerplatz heute Nacht. Ich muss tatsächlich in der Wildnis pennen. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor den Bauern, dem die Felder hier gehören. Und vor den Wildschweinen, Rehen, was weiß ich. Ich gucke gerade ein bisschen Prime. Ich habe mir extra Serien runtergeladen. Ne? Hatte ich letztens nicht. Und probiere gerade die Ankerbox aus. Die Soundcore 2. Ist natürlich in, verlinkt. Anker Powerbank. Zusammen eine gute Kombi. Ja, jetzt gleich gibt's Essen. Brühe, Tortellini, Pilze und ein Brot. Und glaubt mir, Leute, nach 300 Kilometern wird das ein Festmahl. Ein Festmahl. Ja, ihr seht gerade wahrscheinlich eingeblendet meinen Zeltplatz. Ja, ich sitze hier ganz gechillt. Ich hoffe, dass es schnell dunkel wird. Dass ich schnell einschlafen kann, gut schlafen kann. Ich nehme jetzt gleich ein Cetirizin gegen die Allergie.
Und dann geht's morgen weiter. Es geht nicht nach Hause, nein, nein. Nach Koblenz. Die Vespa, ey. Hat die das alles schafft? Ja, ja, die macht ja schon viel Probleme. Okay. Ey, wir haben gerade mal 8 Uhr. Ich habe gut geschlafen. Nase ein bisschen zu, klar, ne? Boah, ist das nicht einfach wunderschön? Das sind Kartoffeln übrigens. Die Bauern gestern, die haben mir gesagt, das sind Kartoffeln. Wir haben gestern dieses Vlies abgedeckt, weil kein Bodenfrost mehr kommt. Ja, ich habe keinen Bodenfrost mehr und im Juli oder Juni, eins von beiden, können die Russ. Ich habe erstaunlich gut geschlafen. Klar, hin und wieder Geräusche. Übrigens, die Schafe sind schon wieder weg. Keine Ahnung, wo die schon wieder hin sind. Ich laufe hier barfuß rum. Es ist einfach schön, es ist einfach schön. Mein Plan für heute. Okay, ich dachte, es ist irgendwas. Es wird doch irgendwas sein. Ich weiß noch nicht was. Boah, Leute, ich habe auch Kühe gehört. Heute Nacht. Irgendwo hier sind Kühe. Mal gucken gehen. Irgendwo sind Kühe und Pferde und. Mein Plan für heute. Ich fahre entweder nach Koblenz oder nach Olpe oder der Mosel entlang oder alles drei. Ich weiß, dass in Olpe die Campingplätze mit sanitären Einrichtungen offen haben. Es wäre schön zu duschen und so ein Zeug. Versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht fahre ich in die Richtung. Vielleicht. So genau weiß das keiner. Oh, einfach schön und herrlich. Ich muss jetzt irgendwie die Akkus von der GoPro laden, die Akkus von der Powerbank. Ich muss sämtliche Akkus wieder laden. Ich werde es mir auch verkneifen, Fernsehen zu gucken heute Morgen beim Kaffee trinken. Oder? Nee, ich brauche das Navi. Ich muss ganz dringend gucken, dass die Akkus wieder fit werden. Also ich habe in der Nacht einmal einen Albtraum gehabt, da habe ich gedacht, jemand kommt ins Zelt rein. Kein Witz. Puh, das war so anders, ne? Also. Aber alles gut. Geil hier. Ein Glück, direkt ein Edeka hier am Anfang. Ich habe irgendwie nur gefühlte 200 Meter weiter da geschlafen. Hätte ich mal gewusst. Naja, Wasser, Büllermilch, zwei Booster und neue Taschentücher, ganz wichtig. Und jetzt kann es weitergehen. Tja, jetzt die Kacke richtig am Dampfen.
Vergaser wird jetzt ausgebaut. Roller läuft heute wieder sehr schlecht. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ansonsten muss ich den ADAC anrufen. Das wäre nicht so doll. Ja, boah, also der Roller läuft wieder. Ich bin jetzt hier malerisch. Hier vorne geht auch einfach riesen Berg runter und da unten ist dann eine Weide und so, also richtig schön. Tja, Roller läuft wieder einigermaßen, also schön ist anders. Es reicht, um die Tour weiterzumachen. Ich fahre hier nur mit Halbgas. Das heißt, ich brauche viel länger, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und gerade bergauf ist ein Riesenproblem. Was ein Problem hier ist, weil hier sind Serpentinen, 19% Gefälle. Also ich wusste vorher auch nichts damit anzufangen. Ganz ehrlich, hätte mir einer gesagt, ja 19% Gefälle, hätte ich gesagt, ja und? Ist doch egal. Ja, aber 19% Gefälle ist heftig. Also Motor, Bremsen kommen absolut an ihre Grenzen. Ja, bergab muss ich so krass abbremsen, weil er sonst einfach mit 100 hier so eine Kurve entgegenknallt. Und bergauf muss der Motor so hart kämpfen, dass ich da überhaupt hochkomme. Also ihr müsst euch vorstellen, so einen Berg und wieder hoch. Ist das schön hier. Es ist einfach schön hier. Ja, die Leute auf Instagram, die fiebern richtig mit. Also die kriegen ja alles immer quasi direkt aus erster Hand. Und da schreiben so viele, oh nein, und dies und das. Und also die fiebern alle mit. Also Instagram abonnieren, dann kriegt ihr immer meine Touren mit. Wo geht's hier lang? Ich wollte einfach nur mal hier so reingucken. Ja, da geht's nur runter. Es ist richtig schön hier. Einfach toll. Also wenn ich in Olpe so einen Platz finden würde, würde ich da auch noch mal wild campen. Also heute Nacht, das war so toll. Natürlich ein bisschen doof. Ich will morgen früh eine Urbex-Tour machen in Olpe. Umkreis von 50 Kilometern. Und da muss ich irgendwo meine Sachen unterbringen. Deswegen wird das leider nichts mit Wildcampen. Ich muss dann im Campingplatz meine Sachen lagern. Und auch eine Dusche würde mir ganz gut tun, glaube ich. Ja. Gebt euch das mal. Also ich werde jetzt hier Pause machen. Ach, die schönen Bäume, die werden hier alle gerodet. Und dieser Harvester da hinten, der sägt die ab. Und es gibt jedes Mal einen richtig krassen Bums, wenn die umfallen. Ich warte jetzt mal einen Baum ab, wenn der fällt. Ey, das macht richtig so... Ja, und? Jetzt nimmt er sich einen Baum. Krass, wie der da durchfährt. Ja, der nächste Baum. Und? Da, jetzt fällt er. Baum fällt! Und er fällt gegen die anderen. Oh, 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 oh. Oh, krass.
Ach du Scheiße. Jetzt haben wir direkt noch einen, glaube ich, oder? Nee. Ja, das ist krass. Aber schön nicht. Schön nicht. Wie der diese Baumstämme einfach nimmt, erzählt nichts. Die Grundlage für alles, was jetzt kommt. Sie erzählen dort ihre. Hi. Ich bin ziemlich fertig. Bin, glaube ich, 10 Stunden heute gefahren. Und Allergiker. Ich bin die ganze Zeit gegen die Pollen gefahren. Und jetzt rächt sich das. Das sind alles Taschentücher da hinten. Aber ist hier noch meinen kleinen improvisierten Fernseher mit der Ankerbox. Meine kleine Lampe. Mein Essen. Morgen geht's dann auf in ein Hochhaus. Lost Place Hochhaus. Bin mal gespannt. Mario meinte irgendwie, da wohnen noch 2 Familien drin. Müssen wir mal gucken. So, gestern frisch geduscht. Sachen in der Dusche einfach gewaschen. Auf dem Zelt liegen auch noch ein paar Sachen. Kaffee wird gerade ein zweiter gekocht. Und gegessen habe ich schon. Das Wichtigste, die Akkus. Einer ist schon voll. Ja, denn jetzt gleich geht's zu einem Lost Place. Das erste richtige Lost Place auf dieser Tour. Ich habe gedacht, gehört ja mit dazu. Gestern bin ich an allen Lost Places vorbeigefahren. Und heute geht's zu einem großen, ja, Hochhaus oder so, wo wohl auch noch Familien drin wohnen. Und ich werde heute etwas machen, was ich normalerweise nicht mache. Ich gucke mir ein Video dazu an. Weil. Das ist die Schmörgelscheibe. Da gehen wir nicht rein. Weil der Mario ist nicht dabei. Aber meine Allergie ist einfach überall. Der Mario ist nicht dabei und ich möchte einfach so viel Infos wie möglich zu der Location, wenn ich alleine reingehe. Erst recht, wenn da Leute wohnen. Damit es da keinen Stress gibt. Deswegen gucke ich mir das Ganze an. Von welchem YouTuber ist das? Lostplace.info. Habe ich noch nicht abonniert. Kenne ich auch nicht. Man sieht ein bisschen komisch aus mit schwarzer Mütze, Bart. Ja, ein bisschen wie ich. Vor 2 Jahren hat er es hochgeladen. Da sind ja brandheiße Infos hier. Na gut, gucken wir uns trotzdem an. Aber erstmal gibt es Kaffee. Ich kann es immer nur sagen, Leute. Diese 2 Gadgets hier. Also wer die nicht kauft, der wandern geht, dem ist nicht mehr zu helfen. Link von beiden Sachen in der Beschreibung. Ich benutze diesen Kochtopf wirklich teilweise zu Hause. Das ist kein Witz. Ich musste mir den selber kaufen. Das ist keine bezahlte Werbung oder so. Ich habe mir den selber gekauft von der Firma Esbit. Habe mir auch die das Titanium-Besteck bestellt. Ist aber noch nicht da. Also jetzt ist es wahrscheinlich mittlerweile da. Aber bevor ich losgefahren bin. So, das immer ein bisschen abkühlen lassen. Wenn man es direkt zuschraubt, dann bildet sich ein Vakuum
und man bekommt den nicht mehr ab. Diese Probleme hatte nämlich Sebastian schon des Öfteren und ich habe die Probleme noch nie gehabt, denn ich lasse es immer in Ruhe auskühlen, trinke mein Käffchen, dann passt das. Ja. Hier wird wohl heute alles voll werden, weil irgendwie ein Feiertag kommt oder so. Ja, da wird alles voll um mich herum. Ist egal. Ich werde nachher fahren. Bin erst heute Abend wieder hier wahrscheinlich. einfach mal so gewaschen unter der Dusche. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe übrigens gefroren bis zum geht nicht mehr mit diesem Zelt. Und ich würde auch darauf wetten, dass dieses Zelt nicht wasserdicht ist. Überall hier sieht man schon, ist jetzt das vierte Mal oder so, dass ich es nutze. Ja, hier ist es sogar noch nass. Also ein Zelt so für den Sommer, für den Sommer, ich glaube 37 Euro, top, ne? Kann man nichts sagen. Hat Aldi ein gutes Zelt rausgebracht, aber ich glaube, wenn es regnet, ist dieses Ding Mist. Ich werde zu Hause einen Test machen, das im Garten mal aufbauen, 10 Minuten drauf regnen lassen mit einem Schlauch und gucken, innen drin ein bisschen Papier auslegen und gucken, ob es reingeregnet hat. Kannst du mir nämlich nicht vorstellen. Hi und willkommen zu einem neuen Lost Place. Ihr seht es schon hinter mir. Ein riesen Hochhaus. Und das ist ein bisschen tricky, weil dort wohnen wohl auch noch Leute. Ich habe ganz unauffällig da geparkt. Hab mich in einem Campingplatz eingenistet. Extra hierfür, für die Location. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Ja, ich sehe schon den ersten. Da. Da ist ein Brett weg. Also wenn nichts geht, da geht's. Ja, heute verschlägt es uns nach Altena. Altena, ich glaube so heißt der Ort. Hier waren jetzt einige Locations. Einige davon werden in einem eigenen Video kommen. Dieses jedoch nicht. Das werde ich euch so zeigen. Und was steht da? Boxclub Alten. Altena e.V. 1926. Tja, auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, wenn man reinkommt. Außer da oben. Klettern habe ich jetzt ja nicht so die Lust für so eine Location. Bin ich mal ganz ehrlich. Ja, jetzt mal gucken, ob man da unten irgendwo vielleicht... Ach, Herr Jemini. Ja, das sieht ja wild aus. Ja, ich habe eben schon gesehen, also ich war erst da unten an der Fabrik und da arbeiten auch noch welche. Also da möchte ich eigentlich ungern hin. Und ihr seht, da geht auch ein Übergang rüber und eine Treppe hoch. Also die Gebäude sind miteinander verbunden. Ja, deswegen bleiben wir hier oben. Ja, wenn man nicht reinkommt, kommt man nicht rein. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist. Ich habe meinen Wald einfach... Ach, meinen Wald im Roller geparkt, genau. Ich habe einfach meinen Wald allein im Roller geparkt. Ja, das Navi hat mir diesen Weg vorgeschlagen, warum auch immer. Und jetzt sind wir hier. Eieiei, Eider daus. Wie sieht's denn hier aus? Ja, wild sieht's hier aus, wild. Das ist also die Fabrik. Ich glaube eigentlich, ja, genau, eigentlich wollte ich zu der Fabrik. Ich
weiß nicht, warum ich jetzt hier bin. Ja, jetzt bin ich hier. Jetzt gucke ich. Übrigens, hier hinzukommen, das war so ein Drama. Ich musste durch Wald, durch Dörfer, die in den Bergen sind und. Also es war nicht ohne. Und nun bin ich hier mitten im Wald. Und meine kleine Vespa, die steht da und denkt sich, oh, ups, kommt der denn überhaupt noch mal wieder? Aber ich denke schon. Sollte eigentlich nichts passieren. Also das ist eigentlich schon so ein Ding, da würde ich eigentlich nicht so gerne reingehen. Wegen dem Boden. Der Boden ist halt alles andere als toll. Aber gut, ne? Habe ich hier gerade Bedenken geäußert? Glaub nicht. Ja, wir gehen mal zurück. Ich werde aber ein, zwei Fotos machen. Die Tür ist komplett zugeschüttet. Wahnsinn. Zugeschüttet. Boah, sowas könnte ich auch im Keller gebrauchen. Für die ganzen Ersatzteile und Schrauben. Richtig tolles Eisenregal. Hier geht wieder eine Treppe rein. Aha. Ah, die Batterie von der Lampe, die will auch nicht mehr lange. Ja. Wurde hier mit Chemie gearbeitet? So. Sieht fast so aus, ne? Öl, Gas, Spezialheizkessel. Aha. Ein Kran. Sachen hier nach oben zu. So, eine Werkbank. Guck mal, unten wurde angeliefert. Mit dem Kran. Nach oben geholt. Und schon sind wir unten. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Warum bin ich da nicht hingekommen? Naja, bekanntlich führen ja alle Wege nach Rom. Tja, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den anderen Weg nach Rom auch noch finden. Und nicht nur den einen. Bitte, nennen Sie mich Clarissa. Ja, bei mir ist es der letzte Abend. Der Campingplatz ist so voll mit Luxus-Campern, mit Survival-Campern, mit Penner-Campern, keine Ahnung. Hier ist jeder vertreten. Ich habe es mir gemütlich gemacht, eine Serie. Ich mache mir jetzt hier Brühe, Creme Fine und dazu dann Tortellinis und einen Weißwein. Und dann geht der Abend für mich zu Ende. Der letzte. Und dann planen wir das nächste Abenteuer.